So, im heutigen Cooldown-Video haben wir eine Traumreise für euch. Das heißt, ihr legt euch ganz entspannt hin, macht es euch gemütlich, holt euch vielleicht ein Kissen, macht die Augen zu und lauscht einfach der Geschichte und versucht so ein bisschen im Kopf euch die Geschichte vorzustellen. Genau. Und dann fangen wir direkt damit an. Eisbärenruhe. Der kleine Eisbär ist mit den anderen Bären in die Höhle gekrochen. Er sucht sich einen Platz, auf dem er gut liegen kann und sich ausruhen. Er schließt die Augen. Er denkt noch einmal darüber nach, was er alles erlebt hat an diesem Tag. Wie er mit den anderen Tieren Fang gespielt hat, bis er ganz müde war und sich ausruhen musste. Seine Arme und Beine waren ganz schwer vom Laufen. Er fühlte, wie schwer die Arme und Beine jetzt am Boden liegen. Das fühlt sich sehr gut an. Er denkt auch daran, wie er mit seinen Pfoten Fische aus dem kalten Bach gefangen hat. Und er fühlt, wie seine Pfoten langsam in der Höhle wieder warm werden. Ganz wohlig warm werden die Pfoten, als ob die Sonne darauf scheint. Er denkt daran, wie er über den kalten Boden gelaufen ist und spürt jetzt, wie seine Füße warm werden, ganz mollig warm, wie unter einer Decke. Er fühlt, wie warm seine Füße jetzt sind. Er denkt daran, wie schnell er heimgelaufen ist, als draußen der Schneesturm anfing, wie sehr er außer Atem war. Er merkt jetzt, wie er ganz ruhig wird. Sein Atem geht ein und wieder aus, ganz ruhig, ein und wieder aus. Draußen tobt der Schneesturm. Der kleine Eisbär liegt schwer am Boden. Seine Pfoten sind ganz schwer. Seine Arme und Beine sind warm. Warm ist sein ganzer Bärenkörper. Sein Atem geht ein und aus. Ein und wieder aus. Ganz ruhig und gleichmäßig. Von ganz allein. Der kleine Eisbär ist ruhig, schwer und warm. So liegt er da und erholt sich ein Weilchen. So schöpft er neue Kraft. Denn draußen hat der Schneesturm aufgehört. Die Eisbären recken und strecken sich. Sie brummen, gehen und stehen langsam wieder auf. Jetzt sind sie wieder frisch und haben Lust auf neue Abenteuer.